deren Position, deren festen Platz innerhalb dieser Industrie, dieser Branche? Also wir haben ja auch ein klassisches Start-up-Geschäftsmodell. Das ist der Junglandwirt, der startet und der nicht eben das etablierte Geschäft weiterführt, sondern der sich etwas Neues einfallen lässt und einen neuen Betriebszweig eröffnet. Aber das ist natürlich kein direkter Vergleich. Nein, Startups sind wichtig, gar keine Frage, weil ich glaube, dass Landwirtschaft in den letzten, ja, man kann im Grunde sagen 150 Jahren davon gelebt hat, dass es Innovationen gab. Das war der Treibstoff, der uns nach vorne gebracht hat und den wir brauchen. Und wir sehen uns selbst als innovative Branche, die sich ständig weiterentwickelt. Und dann ist natürlich jeder neue Input schon mal per se gut, um ihn zu testen, um ihn auszuprobieren und zu schauen, wohin er uns bringt. Also es geht darum, eben auch die Landwirtschaft erneuert sich immer wieder, erfindet sich auch immer wieder neu, zusammen mit dem althergebrachten, bewährten und den Traditionen. Jetzt haben wir ja hier ein Start-up da mit Herrn Ewald. Was machen Sie denn? Was verkaufen Sie uns denn? Was machen Sie uns denn Gutes? Also vorab, ich bin heute so ein bisschen in der Doppelfunktion da. Man findet uns die nächsten 3 Tage auch in Niedersachsen mit einem befreundeten Startup, Seed Forward. Also falls die Leute später noch Fragen haben, kann man da gerne mal vorbeischauen. Mhm. Mein Startup heißt Monitorfish und wir machen eine Tierwohldiagnostik. Und da sind wir eigentlich auch so ein bisschen im Zeitgeist drin. Wir machen ein IoT-System, Internet of Things, ist Hardware-Software basierend. Das kann sich jetzt in dem Fall der Fischfachwirt in seine Aquakultur reinhängen und bekommt dann Echtzeitanalysen von uns. Und wenn es jetzt zu irgendwelchen Verschiebungen kommt, kann er da dementsprechend drauf reagieren und wir helfen ihm noch dabei, wie er es dann am besten macht. Und wir sind hier in Berlin derzeitig lokalisiert. Dann ist es ja gar nicht so das IoT, Internet of Things, sondern das IOF, Internet of Fish. Wie kann man sich denn das vorstellen? Werden die Sensoren denn an den Fischen quasi unter die Kiemen geschoben? Nein, nein. Also es gibt tatsächlich auch im wissenschaftlichen Bereich durchaus Sachen, wo das gemacht wird, wo die Fische getrackt werden. Aber wir haben Direktsensoren, die im Fischbecken mit drin sind, aber auch in Offshore-Anlagen, wo verschiedene Umweltdaten generiert werden, auch Daten am Fisch, die miteinander verrechnet werden. Und dann gucken wir halt, was die besten Querschnittsmengen sind, sodass der Fisch dementsprechend auch gut wachsen kann. Und da auch keine Probleme auftauchen. Und da sind wir auch zum Beispiel derzeitig mit einem Fraunhofer-Institut in Gespräch, die das im Bereich der Schweinezucht machen. Und da wollen wir dementsprechend auch mit unseren Ansätzen, das sind natürlich 2 komplett verschiedene Tiere, das ist uns auch klar, aber es gibt durchaus Merkmale, die man bei diesen Verfahren mit einbinden kann, ja. Um da auch nochmal den näheren Bezug zur Landwirtschaft, ich sag mal zur Landscape, also zum Feld zu bekommen oder zum Stall. Da sind wir auch gerade in Gesprächen, aber derzeitig natürlich sehr stark auf unser Business beschränkt. Herr Ewald, Sie klingen ja schon, wie man es ja von Startups erwartet, super vernetzt, sind im Gespräch mit dem Fraunhofer-Institut, haben hier noch was am Köcheln und mehrere Eisen im Feuer. Herr Bösel, wie fördert man jetzt solche Startups, die eigentlich schon ganz gut im Saft wirken? Ja, das ist eine sehr gute Frage und meines Erachtens brauchen wir einfach eine besonders gute Gründerinfrastruktur. Sie müssen sich vorstellen, je nachdem welches Produkt, welchen Service so ein Startup anbietet, muss er es schaffen, dieses Produkt oder diesen Service ja fast zu einer hundertprozentigen, wenn das möglich ist, aber Zuverlässigkeit zu führen. Das Produkt muss leicht anwendbar sein und auch schnell implementierbar. Denn Landwirte sind ja in Situationen, wo sie gar nicht die Zeit haben, sich groß neu mit dem Thema zu befassen oder sich tief einzuarbeiten oder in Vorleistungen zu treten. So, und dann, als wäre das nicht genug, muss das einen wirklich einen starken Mehrwert bringen. Es reicht nicht, ein bisschen die Marge zu verbessern, sondern es muss wirklich ein starkes Argument sein. Und dafür muss man auch an den Kern des Problems. Deswegen ist der Dialog mit dem Landwirt eben auch besonders wichtig. Und für eine richtige Gründerstruktur, da gehört eben der Zugang zum Markt, die Möglichkeit mit dem Austausch mit dem Landwirt, aber auch der Kontakt zu größeren Strategen und ganz am Ende natürlich auch das Thema Kapital, denn man muss so ein Produkt erst entwickeln, das ist natürlich kostenintensiv. Das heißt, diese Gründerinfrastruktur ist ganz entscheidend. Jetzt ist ja, Herr Krüsken? Die
kritische Lebensphase im Zyklus, im Lebenszyklus eines Startups ist der Realitätskontakt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier Experimentierfelder haben, wo wir mal auch gute Ideen und deren Umsetzung auf Praxistauglichkeit hin überprüfen können. Das heißt, es macht, glaube ich, keinen Sinn, die Startups alle zusammenzusperren, damit sie unter sich sind, also das 35. Gründerzentrum zu errichten, sondern wir müssen sie im Grunde in die Realität bringen und sie müssen sich, sag mal, dem Test im wirklichen Leben stellen. Und ich weiß nicht, wie hoch die Überlebensrate von Startups ist in den ersten 5 Jahren, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass es eben auch in der ökonomischen und agrarischen Realität dann auch funktioniert. Weil eine gute Idee alleine reicht nicht, sie muss auch gut umgesetzt sein. Man bräuchte ja auch mit Sicherheit oder braucht Begegnungsplattformen, denn ja, wenn eine, es gibt vielleicht ganz tolle Ideen, ist aber vielleicht nicht so unbedingt die Offenheit da, wenn diese Ideen nicht wirklich praktikabel sind. Also was wird da gemacht, damit sich wirklich Landwirte und auch Startups begegnen können? Ja, das ist tatsächlich ein Feld, gerade wenn man spricht in dem Bereich, ja, wo wir uns ja auch bewegen, im Agitech-Startups, ja, Agrartech-Startups. Und das ist wirklich teilweise ein gewisses Problem, dass man natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis man ein Produkt, ja, ich merke das jetzt zum Beispiel bei Seed Forward, einer der Mitgründer steht hier auch im Publikum, die müssen das natürlich auch auf den Acker dementsprechend skalieren und müssen schauen, okay, wie können wir das am besten machen. Die gleichen Problematiken haben wir mit Fischwirten auch. Das muss alles validiert werden, kalibriert werden. Das braucht gewisse Zeiten und da stehen wir vor anderen Herausforderungen, wie zum Beispiel Software-Startups. Ja? Die können das natürlich schnell am Kunden testen, wenn der das klickt und wenn der das mag und der das benutzt, dann gehen die durch die Decke. Unser Kundensegment ist da schon sehr viel kritischer. Die brauchen da auch, also viel kritischer in der Form, wenn sie sagen, okay, wir wenden das gerne an, aber jetzt wollen die natürlich nicht komplett ihre ganzen Anlagen dafür hergeben, weil die auch sagen, nachher funktioniert das nicht und dann verlasse ich mich auf euch und da bekommen wir riesige Probleme. Und gerade in diesem Bereich, wo man dann diese Skalierung von dem eigenen Produkt macht, da gibt es tatsächlich noch Möglichkeiten, wo man auch durchaus eventuell gewisse Finanzierungsmöglichkeiten schaffen müsste für Agitech-Unternehmen, dass sie ihre Pilotprojekte mit ihren Pilotpartnern zusammen, und da gibt es durchaus genug welche, also genug, die da durchaus Interesse hätten, auch mit uns zusammenzuarbeiten, aber dass das auf sichere Füße gestellt wird, dass es für beide Seiten eine Win-Win-Situation wird und dass Agitech-Startups durchaus auch konkurrenzfähig werden und dann auch dementsprechend wachsen. Also das klingt durchaus nach einem sehr, sehr interessanten Feld. Jetzt könnte man auch sagen, die Landwirtschaft ist ein sehr vielfältiger Sektor, ist ein florierender Sektor. Warum brauchen wir denn diese Art Innovation, Herr Krüsken? Ja, ich habe es schon gesagt, weil das im Grunde das ist, was uns nach vorne gebracht hat. Und Landwirte sind, vielleicht ist das nicht jedermanns Klischeevorstellung, aber sind innovativ und schauen Sie die Betriebe an, die sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg kontinuierlich weiterentwickelt haben. Aber ich will noch mal einen anderen Punkt sagen. Spezifische Agrar-Startups, das ist das eine, aber was wir sehr viel häufiger sehen, ist, dass Innovationen aus anderen Bereichen sozusagen für die Landwirtschaft, für landwirtschaftliche Anwendungen gangbar gemacht werden. Das ist ganz viel aus dem Bereich Sensortechnik, also das, was Herr Ewald macht. Aber schauen Sie mal in die Finanzwelt, Blockchain, ja? Das ist auch so ein Buzzword. Aber wir können das tatsächlich gebrauchen, wenn wir in die Zukunft von Zertifizierungssystemen hineindenken, von Qualitätssicherungssystemen. Da ist also auch noch ein großes Feld. Dann haben wir Finanzinstrumente zur Preisabsicherung. Da kann man auch, sag mal, neue Ideen entwickeln und an den Markt bringen. Also es geht nicht immer nur darum, um Wachsen, Ernten und Pflegen, sondern es geht auch um Unternehmensführung. Oder schauen Sie das Thema digitale Integration an. Sie finden hier in der Halle auch Anbieter, die sich zum Geschäftsmodell gemacht haben, sozusagen Datenintegration zu machen und daraus einen Nutzen zu generieren, also Big Data, maschinelles Lernen und so weiter und so fort.
Also das sind auch alles Anwendungsfelder, die nicht agrarspezifisch sind, aber von denen Landwirtschaft auch profitieren kann. Also da passiert ja sehr, sehr viel. Es besteht auch durchaus Bedarf, wie Sie ja gesagt haben. Was kann denn der Deutsche Bauernverband tun, damit Startups unterstützt werden, damit sich diese beiden Enden treffen? Ja, also wir bieten den Startups an, und das haben wir schon getan, sozusagen die Kontaktplattform zu sein, mhm, und die Startups zu unterstützen bei ihrer Suche nach diesen Testfeldern, mhm, und sozusagen die Schnittstelle zwischen neuer Geschäftsidee, zwischen Entwicklung und praktischer Nutzung auch zu unterstützen und das zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann gibt es natürlich auch immer den Blick auf die Politik. Da sind wir auch, glaube ich, gemeinsam unterwegs, dass wir auch uns, glaube ich, als Industrie- und Wissensnation leisten können, auch den Startups hier sozusagen ein Testfeld oder ein Biotop, ein Ökosystem zur Verfügung stellen zu können, in dem sie wachsen und gedeihen können. Herr Bösel, was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, damit die Start-ups auf einen fruchtbaren Boden fallen können, im wahrsten Sinne des Wortes? Also von der Politik könnte ich mir in dem Bereich einiges wünschen. Um es aber zu verfeinern oder den Fokus zu legen, ein Thema, das vor allem steht in erster Linie, ist das Thema flächendeckendes Internet, also ja, Thema 5G. Da sind wir noch weit hinterher und da muss noch einiges passieren. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Es gibt natürlich auch noch viele andere Punkte, die man dort auch diskutieren muss. Und vielleicht auch generell zu dem Thema Startups und Innovationsförderung für Startups in Deutschland. Ich glaube, auch da im internationalen Vergleich haben wir durchaus noch Potenzial, ein bisschen aufzuschließen. Also gut, es besteht berechtigte Hoffnung. Jetzt wollen wir auch mal das Startup selbst zu Wort kommen lassen. Was brauchen Sie denn, um gedeihen zu können? Geld? Nein, aber da, kleiner Scherz. Das sollen Sie doch verdienen. Eine Grundvoraussetzung natürlich, aber es gibt ja durchaus schon gute Programme. Ja, also unser Startup ist jetzt im Berlin Startup Stipendium. Hier auch ganz am Rande, wenn junge Leute dabei sind. Man kann über die Hochschulen und über die Universitäten, die haben beide zwei verschiedene Programme aufgesetzt für Berlin. Die laufen 2x6 Monate. Man kann sich also nochmal in die zweite Runde bewerben. Kann man dort durchaus seine Ideen, sich mit seiner Idee bewerben. Die muss man natürlich auch ein bisschen aussprechen. Die muss auch Hand und Fuß haben. Und da kann man dort reinkommen, also weil wir ja auch hier gerade in Berlin sind. Ist eine super Sache und es gibt ja auch das Exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft. Also die Grundlagen sind ja durchaus sehr gut, sogar sehr, sehr gut. Aber wir kommen halt in einen Punkt, wo man dann halt sagen muss, wenn man dann diesen Prototypen hat, ist es ja jetzt nicht so, dass der Landwirt jetzt direkt sagt, hallo hier, darauf habe ich gewartet. Man muss diesen Prototypen ja auch mit gewissen Daten hinterfüttern. Wie gesagt, wir arbeiten mit einem kritischen Segment, was auch sehr gut ist. Und diese Phase, die müsste halt dementsprechend, man müsste überlegen, welche Strukturen oder eventuell auch Förderungsprogramme man dementsprechend aufbaut, um sowas machen zu können. Darüber hinaus wünschen wir uns natürlich auch, wie jedes Startup auch, dass wir dann auf solchen Events dementsprechend die Plattformen bekommen, vielleicht auch wirklich landspezifisch, also in jedes Bundesland. Wir kommen jetzt zum Beispiel aus Berlin, sieht Vorwort aus Niedersachsen, dort in den Regionen dementsprechend auch präsent sein können, schauen können, dass Food- und Agrar-Startups schon sehr, sehr viel machen, dass hier auch sehr viel passiert. Und das sind natürlich Sachen, die wir als Startup immer brauchen. Ja? Präsenz zeigen, Hallo sagen. Und sagen, dass alles super ist und dass man uns unterstützen soll. Wunderbar, ja. Das machen wir ja auch hier auf der Bühne. Eine Frage noch an Sie, Herr Bösel. Sie sind ja selbst Landwirt. Wie viel, Pi mal Daumen, wie viel Prozent dieser der Agrar-Startups haben denn auch tatsächlich eine Affinität oder einen landwirtschaftlichen Hintergrund? Also nicht von den Startups, sondern von den Gründern natürlich. Von den Personen, ja. Also ich denke mal, eine Affinität haben sie fast alle. Das Spannende, was gerade passiert ist, dass wir in einer Zeit sind, wo wir unheimlich die Chance haben, Dinge zu verändern und wir auch in einer Umbruchsphase sind. Und viele junge Gründer haben erkannt, dass es Technologien, dass es Möglichkeiten gibt,
die in der Landwirtschaft eben, wie Herr Krüsken es gerade schon beschrieben hat, auch anwendbar sind und sind dabei eben dort spezifische Services, Produkte anzubieten. Die Affinität zu der Landwirtschaft besteht, glaube ich, immer, denn Landwirtschaft ist einfach ein ganz besonders wichtiger, ein toller Industriezweig und da lohnt es sich und da lohnt es sich auch Mut zu haben, das weiter auszubauen und weiter zu fördern. Dann wollen wir Ihnen ganz viel Glück dabei wünschen. Der Bauernverband kann ja dann auch manchmal Mittler sein zwischen unterschiedlichen Kulturen der Geschäftszweige. Ja, das ist sicherlich so. Da spricht man ja auch manchmal unterschiedliche Sprachen, ja? Ja, das stimmt. Das ist aber auch unsere Aufgabe, diese Brücke zu schlagen. Und das gibt es natürlich auch innerhalb der Landwirtschaft. Aber wir sind ja ein Bereich, der zwar in Sachen Prozesssteuerung digitalisierbar ist, aber das eigentliche Geschäft des Wachsens und Gedeihens, das ist nun mal analog. Und deshalb braucht es immer eine gute Schnittstelle, und die ist die Person des Landwirtes, das ist ganz klar. Innovationsgeschwindigkeit ist ja auch eine Sache. Wenn wir diejenigen Partner in der Wertschöpfungskette anschauen, die zum Beispiel Ausrüstung machen, und das gilt sicherlich auch für andere Branchen, für die Automobilbranche, dann sind das häufig klassische ingenieurgetriebene Unternehmen, die also, ja, ich habe mal ein Beispiel gehört für ein neues Getriebe, einen dreistelligen Millionenbetrag, Entwicklungsbudget haben und dann sitzen, was weiß ich, 20 Ingenieure 5 Jahre daran und rechnen und basteln und organisieren das und dann ist das neue Getriebe fertig und dann kann das auf den Markt gehen. Das führt dazu, dass Technikgenerationen in der Vergangenheit immer mehrere Jahre gebraucht haben, bis sie an den Start gekommen sind. Und das ist genau der Punkt, wo ein fundamentaler kultureller Unterschied da ist zwischen einem Start-up, der sozusagen von der Idee bis zur Realisierung sehr viel schneller denkt als ein Unternehmen der alten Schule. Und das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Prozess. Einige dieser Unternehmen gehen auch hin und wenn sie in ihren Strukturen eine gute Idee finden, dann gründen sie sie aus in ein Start-up, lassen die Idee entwickeln und holen sie hinterher wieder zurück in die etablierte Struktur. Also da gibt es, glaube ich, viele Wege, wie man Geschwindigkeit von Innovationen erhöhen kann. Also wie gesagt, Herr Krüsken hat es ja schon vorgesagt, es ist ein Prozess, er ist durchaus spannend. Wenn wir jetzt einige haben, die sagen, Mensch, ich habe die oder die Idee oder ein paar Tüftler, wo können die sich eigentlich hinwenden, um zu gucken, ob diese Idee überhaupt eine Zukunft hat? Ja, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen. In Berlin ist man hier sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Es gibt die verschiedenen Hochschulen, um eine zu nennen. Ich bin jetzt an der HTW, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und es gibt aber dann natürlich auch die TU, die FU, die Beuth. Und da sollte man einfach mal auf die Internetseite gehen, Berliner Startup-Stipendium. Da wird man genug Informationen zu bekommen. Natürlich hat jedes Bundesland seine eigenen Strukturen, seine eigenen Universitäten, seine eigenen Institutionen. Da kann man alles ausgründen. Die haben eigene Ansprechpartner. Da ist man absolut nicht alleine auf weiter Flur. Da muss man eigentlich nur Startup eingehen, in welcher Region man ist. Und dann bekommt man schon automatisch was hochgeploppt. Es gibt verschiedene Acceleratoren, Inkubatorenprogramme, wo man die Ideen pitchen kann. Und man bekommt da auch ein sehr direktes und ehrliches Feedback. Und so, dass man auch dann weiß danach, okay, die Idee ist schon mal nicht schlecht, wenn man genommen wird. Natürlich ist es dann noch ein ganz langer Weg zum Produkt. Und wo wir uns zum Beispiel jetzt auch befinden, deswegen will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass es natürlich auch unglaublich wichtig ist, diesen Kontakt zu Organisationen wie dem Deutschen Bauernverband zu haben. Wir arbeiten auch indirekt mit dem Landesverband Brandenburg zusammen und weil man da das beste Feedback auch bekommt, ja, weil wir wollen natürlich ein Produkt für den Landwirt kreieren und dann brauchen wir natürlich auch das Feedback früh genug, dass wir uns jetzt nicht in eine Richtung bewegen, wo wir dann automatisch gegen die Wand laufen, weil wir zu spät zu viel die Signale ignoriert haben, dass es doch vielleicht nicht richtig war. Genau, früher fail early. Genau, ja. Ja, Sie haben das gerade etwas umschrieben, aber die einfachste Angelegenheit ist, oder es ist ganz einfach, gehen Sie zu Ihren potenziellen Kunden. Und das ist manchmal ein schwerer Weg. Ja, und Sie müssen auch aufpassen, dass Sie Ihren Start-up-Vorteil nicht verlieren, aber da lernen Sie es.
Also der direkte Weg ist wie immer der beste. Das ist ein hochspannendes Thema, da wird sich noch sehr, sehr viel entwickeln in den nächsten Jahren. Viel, viel Glück dafür und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmal einen Applaus für meine Gäste, Herr Krüsken, Herr Bösel und Herr Ewald. Schön, dass Sie meine Gäste waren. Dankeschön. Vielen Dank.